Salut, ça va. Der Roddy ist wieder da. Ja, ihr habt richtig gehört, der Roddy und nicht der Johnny. Heute ist natürlich Mittwoch und Gym Talk Zeit hier bei Fitness für unterwegs. Den Pocket Gym Raider aus eurer Hosentasche. Und das ist hier nicht der Motivation Friday, nein, es ist der Gym Talk. Heute das Thema Trainingaufteilung. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen bei Fitness für unterwegs, dem Pocket Gym Radio aus deiner Hosentasche. Hier erfährst du, wie du fit, gesund und motiviert bleibst. Heute der Gym Talk mit Rodrigo Silva. Wie du weißt, gibt es viele Möglichkeiten, dein Training auf die Woche aufzuteilen. Wie du das machst, hängt natürlich von deinem Fortschritt und der Anzahl der Trainingstage pro Woche. Heute erfährst du, wie du dein Training sinnvoll gestalten kannst, egal wie häufig du es zum Training schaffst und wie weit du fortgeschritten bist. Kommen wir schon zur Möglichkeit Nummer 1. Das Ganzkörpertraining. Das Ganzkörpertraining hast du ja auch schon in den vergangenen Folgen kennengelernt. Zum Beispiel in Folge 16, 10 gute Gründe für Ganzkörpertraining. Wie der Name schon sagt, trainierst du bei deinem Ganzkörpertraining deinen gesamten Körper. Ein Ganzkörpertraining empfehle ich dir bei 1 bis 3 Trainingseinheiten pro Woche. Zwischen den Einheiten musst du in dem Fall natürlich mindestens einen Tag Pause zur Regeneration haben. Zum Beispiel könntest du jeweils montags, mittwochs und freitags deinen gesamten Körper trainieren, da du dann immer nur einen Tag Pause hast und deine Einheit eine vernünftige Länge nicht überschreiten sollte, wird jede Muskelgruppe nur durch eine oder maximal zwei Übungen trainiert. Dein Trainingstag könnte wie folgt aussehen. Erste Übung Kniebeugen, dann Klimmzüge oder Latzug, falls du noch keine Klimmzüge selber schaffst, Bankdrücken, Kreuzheben, Schulterdrücken und Planks für den Bauch. Wie du siehst, basiert ein Ganzkörpertraining idealerweise auf Grundübungen. Sie sind am effektivsten in Sachen Muskelaufbau und Fettverbrennung. Die Arme brauchst du zum Beispiel gar nicht mehr separat trainieren. Den Trizeps hast du beim Bankdrücken dabei und den Bizeps bei den Klimmzügen. Aber wenn du unbedingt möchtest, kannst du natürlich noch eine Übung oder zwei Übungen für deine Arme machen, isoliert natürlich. Kommen wir nun zu der Frage, für wen eignet sich denn nun das Ganzkörpertraining? Das Ganzkörpertraining eignet sich ideal für Beginner, die noch kein großes Volumen pro Muskelgruppe benötigen. Volumen ist die Anzahl an Sätzen und Übungen. Ansonsten ist ein Ganzkörpertraining sehr gut geeignet für Personen, die maximal dreimal die Woche es zum Training schaffen. Nächste Aufteilung, das Split-Training. Split-Training bedeutet, dass du dein Training nach Muskelgruppen aufsplittest, also aufteilst. Split-Training empfiehlt sich als nächster Schritt, wenn du nach deinem Ganzkörpertraining auf ein neues Level steigen möchtest und öfter als dreimal die Woche trainieren möchtest. Es gibt verschiedene Varianten des Split-Trainings. Die gängigsten Varianten gehen wir jetzt noch einmal durch. Dreier-, Vierer- und Fünfer-Split. Bei den Dreier-, Vierer- und Fünfer-Split steht die Zahl im Namen für die Anzahl an verschiedenen Trainingstagen in einer Woche. Der Dreier-Split eignet sich bei 4 oder 6 Trainingstagen in der Woche. Bei 3 Trainingstagen wollten wir das Ganzkörpertraining verwenden. Bei 4 Trainingstagen könntest du dein Training auf 3 Tage aufteilen und am 4. Trainingstag frei Schnauze trainieren, worauf du eben Lust hast. Einfach mal drauf los. Ein Bonustag sozusagen. Mach, worauf du Lust hast. Deine Woche könnte wie folgt aussehen. Montag Brust, Trizeps, Schulter. Am Mittwoch Rücken und Bizeps. Donnerstag wäre Beine und Bauch dran und Samstag Muskelgruppe nach deiner Wahl. Nochmal als Ergänzung, ein Dreier-Split eignet sich natürlich auch bei 6 Trainingstagen. Du kannst den Split einfach zweimal in der Woche komplett durchtrainieren. So reizst du jede Muskelgruppe zweimal pro Woche. Bei 6 Trainingstagen solltest du allerdings bereits etwas fortgeschrittener sein. Der Vierer-Split eignet sich bei 4 Trainingstagen pro Woche. Er eignet sich zum Beispiel für Personen, die mehr Wert auf einzelne Muskelgruppen legen wollen. Zum Beispiel könnten die Arme nun einen Extratag bekommen. Deine Woche würde jetzt so aussehen. Montag Brust, Schultern, Mittwoch Rücken, Donnerstag Beine, Bauch und Samstag Bizeps, Trizeps. Der Fünfer-Split eignet sich bei 5 oder 6 Trainingstagen pro Woche. Der Fünfer-Split ist im Gegensatz zum Vierer-Split nochmals eine Steigerung und geht noch mehr ins Detail. Dieser ist dann wirklich nur noch für erfahrene Sportler geeignet, die deutlich mehr Volumen als Einsteiger benötigen. Deine Woche würde jetzt so aussehen. Montag Brust, Dienstag Rücken, Mittwoch Beine, Bauch, Donnerstag Schultern, Freitag Arme, Samstag Freestyle und Sonntag wäre dann Pause. Wie ihr seht, trainiert ihr fast jeden Tag eine Muskelgruppe. Zum 3er, 4er und 5er Split ist noch zu sagen, dass neueste Studien bewiesen haben, dass es effizienter ist, jede Muskelgruppe mehrmals pro Woche zu reizen.
Jede Muskelgruppe wird dann mehrmals pro Woche mit wenig Volumen trainiert, anstatt einmal an einem einzelnen Tag mit sehr viel Volumen. Daher bin ich mittlerweile ein großer Fan von einem Zweier-Split. Dort gibt es zwei primäre Varianten, wie du deinen ganzen Körper mit einem Zweier-Split abdecken kannst. Wir reden hier von Push-Pull oder von Oberkörper-Unterkörper. Was das beides ist, erfährst du jetzt. Also Push-Pull sind die englischen Begriffe für Drücken und Ziehen. Dein Zweier-Split ist dann so aufgeteilt, dass du an einem Tag alle Drückübungen und an den anderen Tag alle Zugübungen machst. Drückübungen sind Übungen, bei denen du das Gewicht von deinem Körper wegdrückst. Zum Beispiel fallen darunter alle Brustübungen, Trizepsübungen, jegliche Schulterdrücken, Übungen für die Waden und für den vorderen Oberschenkel. Zugübungen sind die Übungen, bei denen du das Gewicht zu deinem Körper hinziehst. Zu diesen Übungen gehören alle Rückenübungen, Bizepsübungen und Übungen für die hintere Schulter, für den Bauch und für die hinteren Oberschenkel. So kannst du in 2 Tagen alle Muskelgruppen deines Körpers abdecken. Ein Push-Pull-Training eignet sich bei 4 oder 6 Trainingstagen. Wenn du jede Muskelgruppe so oft pro Woche trainierst, solltest du 1 bis maximal 2 Übungen pro Muskelgruppe verwenden. Schließlich musst du den gleichen Muskel ja bereits in 2 Tagen erneut trainieren. Mit dieser Variante könnte deine Woche nun so aussehen. 4 Trainingstage, Montag Push, sprich Brust, Schulterdrücken, Quadrizeps, Waden, Trizeps. Dienstag wäre dann wieder Pull, zum Beispiel Rücken, hintere Schulter, Bizeps, Bauch und hinterer Oberschenkel. Mittwoch wäre dann Pause, Donnerstag dann wieder Push, Freitag dann wieder Pull. Samstag, Sonntag, Pause. Bei 6 Trainingstagen würde das dann ungefähr so aussehen. Montag Push, Dienstag Pull, Mittwoch Push, Donnerstag Pull, Freitag Push, Samstag Pull, Sonntag Pause. Wie ihr seht, trainiert ihr 6 Tage durch und macht 1 Tag Pause. Ist bei dieser Trainingsvariante vollkommen legitim. Der Oberkörper- und Unterkörper-Split verhält sich ähnlich wie Push-Pull. Allerdings ist der Zweier-Split hier nicht in Druck- und Zugübungen aufgeteilt, sondern in Übungen für den Unterkörper und für den Oberkörper. Er eignet sich zum Beispiel für die Sportler unter euch, die an ihrem Bein arbeiten wollen. Beim Ober-Unterkörpertraining stehen nämlich 2 bis 3 Einheiten pro Woche für die Beine an. Zum Oberkörpertag gehören natürlich die Brust, Schultern, Rücken und Arme. Den Bauch lassen wir an diesem Tag mal außen vor, da die Trainingseinheit ansonsten zu lang werden würde. Am Unterkörpertag trainierst du die Waden, den Oberschenkel vorne und hinten und den Bauch. Dieser Tag dauert meist nämlich nicht so lange wie der Oberkörpertag. Dieser Split eignet sich ebenfalls bei 4 bis 6 Trainingstagen in der Woche. So könnte nun diese Trainingswoche aussehen. 4 Trainingstage, Montag Oberkörper, Dienstag Unterkörper, Mittwoch wäre Pause, Donnerstag Oberkörper, Freitag Unterkörper, Samstag, Sonntag Pause. Bei 6 Trainingstagen, könnt ihr euch denken, was jetzt kommt, wäre Montag Oberkörper, Dienstag Unterkörper, Mittwoch Oberkörper, Donnerstag Unterkörper, Freitag Oberkörper, Samstag Unterkörper, Sonntag Pause. Wie ihr seht, könntet ihr jeden Tag trainieren. Zu den beiden Zweier-Splits muss man aber nochmal ganz klar sagen, dass sie eher für fortgeschrittene Kraftsportler geeignet sind, bei denen die Regenerationszeit nicht mehr so lang ist wie bei einem Beginner. Ein kleines Fazit nochmal dazu zum ganzen Thema. Für einen Beginner ist ganz klar ein Ganzkörpertraining 3-mal die Woche am besten geeignet. Nach wenigen Monaten darfst du dann aber über ein Split-Training nachdenken und mehr als 3 Trainingstage einführen. Natürlich nur, wenn du magst. Ansonsten kannst du gerne bei 3 Trainingseinheiten und einem Ganzkörpertraining bleiben. Für fortgeschrittenere Athleten ist ein Zweier-Split mit 6 Trainingstagen das Nonplusultra. Man muss ja am Anfang etwas experimentieren, wie das Verhältnis zwischen Volumen und Regeneration für deinen Körper am besten ist. Wenn du das einmal rausgefunden hast, sind Zweier-Splits eine wahre Waffe für den Muskelaufbau und die Fettverbrennung. So Leute, das war's wieder von mir heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer könnt ihr auch nochmal auf www.fitnesswieunterwegs.de nachschauen. Da gibt es die ganze Folge nochmal zum Nachlesen. Das war's von mir. Bis nächste Woche. Haut rein. Ciao.